Schritt für Schritt zum großen Glück. Zum großen Läuferglück. Teilnehmerrekord beim 25. Reinickendorfer Halbmarathon, passend zum Jubiläum. 21 Kilometer quer durch den Norden Berlins. Knapp 1.900 passionierte Läuferinnen und Läufer. Startschuss durch die Bezirksbürgermeisterin Emine Demir-Büken-Wegner. Und nebenbei werden dann auch noch die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften im Halbmarathon ausgetragen. Den Sieg sichert sich auch in diesem Jahr der Potsdamer Tom Turley, der seine Zeit zum Vorjahr sogar noch um knapp eine Minute verbesserte. Die Bedingungen waren echt gut. Also ich würde sagen, nahezu perfekt, als wir gestartet sind. Ja, und wenn man dann sozusagen als Sieger auf die Zielgerade geht und ein bisschen genießen kann, macht es auch Spaß. Bei den Damen geht der Sieg im Halbmarathon an Franziska Bernhardt, Berlin-Brandenburgische Meisterin wird Larissa Lohmeier. Und obwohl man ja eigentlich hauptsächlich für sich selbst läuft, wird das Wort Gemeinschaft dieses Jahr hier besonders groß geschrieben. Sich zusammen warm machen, unterstützen oder als Team antreten. Ja, das geht, denn erstmals können beim Halbmarathon Berlin-Reinickendorf auch Staffeln an den Start gehen. Jedes Mitglied absolviert somit eine Strecke von 5,27 Kilometern. Einfach so den Staffelstab weiterzugeben und gegenseitig zu motivieren und am Ende dann natürlich der gemeinsame Zielsprint, alle zusammen, das war wirklich richtig, richtig toll. Und auch ohne Einsatz neben der Strecke würde es sich nur halb so gut laufen. Ich fand es ziemlich cool, diese kleinen Sachen, ob da jetzt mal irgendwie ein altes Pärchen steht mit einer Rassel oder so, also sowas hat, finde ich, echt viel ausgemacht. Es war richtig motivierend auf jeden Fall, schön. Aber nicht nur die Unterstützerinnen und Unterstützer sind wichtig. Auch in diesem Jahr helfen zahlreiche Ehrenamtliche als Streckenposten bei Erfrischungen oder im Zielbereich. Ohne sie würde die Veranstaltung nicht funktionieren. Es ist auch toll anzusehen. Es gibt ganz schön viele Menschen, die halt auch ziemlich langsam diesen Marathon laufen, aber trotzdem immer fröhlich ins Ziel vorlaufen. Und genau so soll es ja auch sein. Auch Kinder und Hobbyläufer haben auf der 10 oder 5 Kilometer Strecke ihren Spaß. Der schönste Moment ist dann aber wohl der Zieleinlauf und das Gefühl, es endlich geschafft zu haben. Ein wenig extra Motivation gibt es dann noch von Ron, der das Event zum ersten Mal als Moderator begleitet. Aber besonders viel Spaß macht mir eigentlich immer, die ganzen Leute zu sehen, die Lust aufs Laufen haben und die einfach herkommen, weil sie alle miteinander und gegeneinander laufen wollen. Alles in allem ein rundum gelungenes Jubiläum. Und wer jetzt schon Lust auf weitere Läufe hat, der kann sich sowohl für den Run and Bike als auch für Berlins und Brandenburgs härteste Crosslaufserie, die Sega-Serie, anmelden. Beide Events versprechen genauso viel Spaß im Norden Berlins wie der Halbmarathon Berlin-Reinickendorf.